Hey, schön euch alle wiederzusehen. Ja, die Bienen summen schon um mich herum wie wild. Es ist Frühling, alles erwacht zum Leben. Die Sonne scheint, wir haben Wochenende, besser könnte es nicht sein, also raus mit euch. Vorher gibt es aber nochmal ein frisches Video, denn wir wurden vor kurzem gefragt, wie wir eigentlich klarkommen mit der Inflation, den allgemeinen Preissteigerungen, die wir ja alle in den letzten Jahren mehr oder weniger sehr stark im eigenen Portemonnaie mitbekommen haben und wie wir eigentlich mit 100 Euro die Woche für unsere Lebensmittel auskommen. Die Antwort gibt es heute. Vorher gehen wir aber noch flott einkaufen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Kleinigkeiten fürs Wochenende und ich habe sogar einen Einkaufszettel mit dabei. Fast was vergessen, spart Verpackungsmüll. Ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt, aber früher, da hat das Lebensmittelbummeln irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, oder? Konnten wir uns vor einigen Jahren noch für knapp 100 Euro wirklich einen prallvollen Einkaufswagen leisten, da müssen wir uns heute eher so mit dem Halbvollen begnügen. Ein großes Danke geht an Inflation, weltweite Konflikte und auch Umweltveränderungen. Apropos Geld, wenn ihr jetzt neugierig seid und wissen wollt, was wir gegen die aktuelle Inflation tun, damit wir uns auch in Zukunft alle irgendwie unseren Lebensstil weiter beibehalten können, dann schaut euch gerne eines unserer letzten Videos an, das verlinken wir euch nochmal in der Videobeschreibung, aber auch in einer Ecke des Videos, wo wir einfach darüber sprechen, was wir als Familie gegen diese Entwicklung tun. So, und bevor wir jetzt über unsere liebsten Einkaufsrituale sprechen, die nicht nur den Geldbeutel schonen, sondern auch ja, uns alle inspirieren dürfen zu nachhaltigeren und bewussteren Einkaufsgewohnheiten, hier mal ein paar Facts über unsere Küche, was wir eigentlich gerne essen und wie wir einkaufen. Ja, willkommen in unserer Küche der Gemütlichkeit, in der wir regelmäßig kochen, backen und auch andere Schmankerl zubereiten. Und damit ihr uns jetzt auch kulinarisch ein wenig besser kennenlernt, ich würde sagen, wir sind eher so die Oldschool-Kulinariker, die jetzt keinen Hype machen um extravagante Bowls. Ein einfacher Salat tut's auch, Hauptsache lecker und einfach muss es sein. Wir legen viel Wert auf gesunde, haltbare, ökologisch angebaute Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Kartoffeln, aber auch Hülsenfrüchte. Ja, man könnte sagen, die Helden der Sättigung, mit denen sich einfach super viele Variationen in der Küche zubereiten lassen. Auch gibt es bei uns regelmäßig Obst und Gemüse, was uns richtig gut tut und auch wichtig ist, wenn wir einfach einen großen, bunten Schnabbelteller da haben, von dem jeder irgendwie so naschen kann, wie er gerade Lust und Laune hat. Die Kinder lieben es und ja, wir natürlich auch. Wenn der Garten als Speisekammer gerade mal nicht herhalten kann, dann gibt es bei uns auch diese kleinen Biogläschen mit Brechbohnen, Apfelmus, rote Beete, Erbsen und Möhrchen. Alles Dinge, die sehr lange haltbar sind und sich auch wunderbar in dem ein oder anderen Gericht mitverarbeiten lassen. Zu den Getränken komme ich übrigens gleich noch. Damals einer unserer größten Kostenfaktoren. Hier haben wir unsere monatlichen Kosten durch eine sehr smarte Anschaffung deutlich reduzieren können. Wir backen so 2 bis 3 Mal die Woche, mal Brot, mal Brötchen, aber am liebsten leckeres Bananenbrot zur schwedischen Fika-Zeit, zu deutsch Kaffee- und Kuchenzeit. Noreen ist bei uns eher so die Backfee für die süßen Sachen. Ich bin eher so der Brotmeister und mache so Brote, Brötchen und mal so ein bisschen rustikalere Dinge. Zum Frühstück gibt es auch mal selbstgemixtes Müsli, mal Toast, aber manchmal auch dann das rustikale Bauernbrot. Also je nach Lust und Laune und was gerade schmeckt. Übrigens wichtig an der Stelle, weil es einfach sich sehr positiv auf unsere Kalkulation auswirkt. Wir essen seit einigen Jahren schon keinen Fisch mehr und seit einiger Zeit auch kein Fleisch. Und die Nährstoffe, die wir eigentlich zu uns nehmen müssen, die eigentlich wichtig sind, die supplementieren wir gemeinsam mit unseren Kids. Ist ab 4 Jahren möglich. Also Benito macht noch nicht mit, aber Noma und Emma. Und für den Fisch nehmen wir zum Beispiel Omega-3, für das Fleisch B12. Und wir verlinken euch gerne nochmal die Produkte, die wir zu uns nehmen, die wir supplementieren, in der Videobeschreibung. Unter dem Video, da findet ihr auch noch einen sehr coolen Rabattcode. Also schaut gerne mal rein, wenn ihr sowieso schon mal drüber nachgedacht habt. Unsere Bezugsquellen für Lebensmittel sind relativ übersichtlich. Im Supermarkt sichern wir uns zum Beispiel Grundnahrungsmittel und haltbare Lebensmittel. Der Bioladen hingegen ist eher so unsere Schatzkammer für frisches Obst, Gemüse, Säfte, Hafermilch für unser Müsli und den täglichen Kaffee und Kakao. Und so teilen wir das eigentlich ganz gut auf und das klappt im Alltag auch sehr gut. So, und jetzt kommen wir mal zu unseren Einkaufsritualen und Gewohnheiten, die nicht nur den Gaumen zum Lächeln bringen, sondern auch das Portemonnaie. Thank you.
Wenn es etwas gibt, das die monatlichen Ausgaben für Lebensmittel um ein Vielfaches strapazieren und erhöhen kann, das sprechen Noreen und ich aus Erfahrung, dann ist es wohl dieses schnelle, flüchtige To-Go-Essen. Ja, wir kennen es alle. Ist die Zeit knapp, geht meist nichts anderes. Als Noreen und ich vor einigen Jahren noch in Berlin gewohnt haben, da gab es echt regelmäßig To-Go-Meals. Meine Bowl, ein Thai-Curry oder die Kartoffelbox aus der Mall. Keine Frage, super lecker, aber extrem kostintensiv und im Monat ging da locker 200 bis 250 Euro weg. Wohlgemerkt, nur für das Mittagessen. Das Geld sparen wir uns heute, weil wir diese kulinarischen Leckereien genauso gut zu Hause zubereiten können. Mal ein leckerer Salat, ein Thai-Curry oder einfach ja, Spinat mit Kartoffeln und lecker Röstzwiebeln drauf. Ultra lecker und um ein Vielfaches günstiger. Wenn ihr jetzt nicht so flexibel seid oder nicht jeden Tag im Homeoffice seid, dann gibt es jetzt mal einen kleinen Tipp, wie ihr dennoch gesund und günstig essen könnt. Ja, Sonntag ist bei uns immer so ein Tag, wo wir gewisse Mahlzeiten für die kommende Woche vorbereiten, für Montag, Dienstag, maximal Mittwoch. Und es geht immer besonders gut so mit Linseneintopf, Salaten mit Falafelbällchen, Nudelsuppe, Kürbiscremesuppe und so weiter. Gibt ganz viele Leckereien, die sehr einfach und schnell zu machen sind. Der Rest kommt dann in die Edelstahlbox, ab in den Kühlschrank und im Büro könnt ihr es ganz einfach erwärmen und habt dennoch eine leckere, günstige und vollwertige Mahlzeit. Lasst euch bitte übrigens nicht von dem Gruppenzwang der Kollegen mitreißen, in die Mall zu gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Damit entscheidet ihr euch nämlich auch zu 100%, ja, was auf eurem Teller landet. Und das ist eine Freiheit, ein Luxus, den wir unserem Körper ruhig im Alltag auch ein wenig öfters gönnen können. Kleines Rechenbeispiel an der Stelle. Wir lieben Ingwer-Shots und die gibt es morgens immer bei uns zum Frühstück. Ein Ingwer-Shot kostet im Supermarkt so etwa 2 bis 3 Euro. Für 6 Euro bekommen wir die ganze Flasche voller Zutaten, die ungefähr 2 Wochen reicht. Im Supermarkt würden wir 30 bis 40 Euro ausgeben, wir zahlen 6 Euro. Anderes Beispiel, Bio-Zahnpasta, die stellen wir seit einiger Zeit selbst her aus wenigen Zutaten. Da kostet das Glas ungefähr 1,50 bis 1,80. Dafür hält das Glas aber deutlich länger als eine Plastiktube und ist ohne Fluorid. Und diese Do-it-yourself-Produkte, wie zum Beispiel auch der Ingwer-Shot, ja, die helfen uns im Alltag dabei, damit die Haushaltsrechnung eben noch ein wenig reduzierter ausfällt. Das Rezept für die Zahnpasta gibt es übrigens in Kürze auf unserem Insta-Account, also schaut gerne mal vorbei. Den verlinken wir euch nochmal in der Videobeschreibung. Eine Frage an der Stelle. Noreen und ich überlegen, ob wir unsere liebsten Koch- und Backrezepte aus dem Alltag, also das, was sich im Alltag wirklich einfach und gesund und lecker zubereiten lässt, mit Bananenbrot, auch Ingwer-Shot dabei, das Zahnpasta-Rezept würde ich auch noch mit reinpacken, ob wir das vielleicht so in einem kleinen, smarten Buch für euch zusammenfassen sollen. Also tragt gerne eure Gedanken mal als Kommentar unter das Video ein. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ja, wie ihr diese Idee einfach so findet. Was sich für den einen oder anderen jetzt ein bisschen nach Oldschool anhört, wir aber im Alltag echt gerne checken, um auch die Kosten dahingehend zu reduzieren, sind die guten alten Angebote durchchecken. Das machen wir gerne online. Ganz ehrlich, wie lange ist es bei euch so her? Bei uns liegt das Augenmerk meist natürlich auf den Produkten, die wir sowieso gerne zu uns nehmen und konsumieren. Mal ist es eine Biomarmelade, mal das Dinkelmehl oder die Demeter-Bananen. Und je nachdem, wie es um die Haltbarkeit steht, kommt dann auch ein bisschen mehr mit. Angebote sind ja partout nichts Schlechtes, wenn sie uns vom Geschmackssinn auch voll in die Karten spielen. Also nutzt diese Möglichkeit unbedingt, um eure Lebensmittelkosten im Monat auch gut zu reduzieren. Sparpotenzial aus unserer Sicht, je nach Angebot, mittel bis hoch. Ah. Es hat sich übrigens bestätigt und die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass wenn man kleinere Einkäufe tätigt, wir immer teurer bei wegkommen, als wenn wir einmal richtig groß einkaufen gehen, weil wir uns eh sagen, wir sind ja schon mal da und dann können wir auch gleich ein paar Sachen mitnehmen, die wir vielleicht aber gar nicht brauchen, weil wir uns nicht daran erinnern, was noch zu Hause in Regalen und Schränken rumsteht. Dazu kommt, dass wir manchmal das und jenes mitnehmen, was für die Kids und das läppert sich halt. Hinzu kommt Alltagsstress, Chaos und ein fehlender Einkaufszettel und all das nimmt uns natürlich den Spaß, sorgt für unnötigen Stress und das geht noch mehr ins Geld. Mittlerweile ist es so, dass wir so einmal die Woche richtig einkaufen gehen, groß einkaufen gehen und dafür nehmen wir uns bewusst die Zeit. Manchmal dauert so ein Einkauf eine Stunde, manchmal eineinhalb, aber wir freuen uns immer wieder drauf, weil man wirklich bewusst die Zutaten auswählt und überlegt, was man kochen kann. Also es ist schon schön, es macht Spaß, es soll ja auch Spaß machen. Manchmal nehmen wir die Kids mit, manchmal gehen wir auch einkaufen, kurz bevor wir die Kids von der Kita holen. Es kommt immer auf die Stimmung drauf an, auf die Situation. Da schließen wir gleich an einem weiteren Tipp an, denn sonntags, wenn wir uns überlegen, was es die Woche geben soll, richten wir entsprechend auch unser Einkaufszettel danach aus. Also welche Zutaten wir brauchen, für welches Menü. Und das macht einfach Spaß, weil wir selbst wieder damit die Verantwortung übernehmen, was auf unserem Teller landet. Und wenn man sich bewusst diese Zeit nimmt und es auch regelmäßig macht, dann wird es zu einem Ritual, zu einer schönen Gewohnheit und man kann sich auch dann irgendwann nichts anderes mehr vorstellen, weil es einfach super gut schmeckt und weil es natürlich auch am Ende Geld spart.
Als Maureen und ich uns kennengelernt haben, war es fast schon festgeschrieben. Fast jeden Morgen und manchmal auch am Nachmittag gab es einen leckeren Cappuccino und einen Flat White mit einem unwiderstehlichen Stück leckerem Bananenbrot aus dem Coffeeshop. Ja, Genuss stand für uns ganz, ganz weit oben und es hat uns viel Freude bereitet, aber eben auch ungefähr 20 bis 25 Euro am Tag gekostet. Und das summierte sich am Monatsende dann auf so gut 250 bis manchmal 300 Euro. Im Vergleich zu früher ist der Genuss gleich geblieben, aber heute nehmen wir das einfach selbst in die Hand und zaubern uns mit unserem Espresso-Maker leckere Kaffeespezialitäten, do-it-yourself zu Hause, backen noch ein passendes Bananenbrot dazu und auch das geht to go in der Edelstahlbox im Mehrwegbecher. Ja, ich sag nur Cheers to Homemade Happiness. Kleiner Plausch an der Stelle noch zum Thema Trinkwasser. Früher hatten wir schon was gegen PET-Flaschen und griffen ganz bewusst zur Glasflasche, wie man es eben so macht. Und dadurch flossen monatlich 60 bis 70 Euro aus unserem Portemonnaie. Die Idee, direkt Wasser aus dem Hahn zu zapfen, war natürlich da, aber es kamen auch schnell die Bauchschmerzen um die Ecke. Kalk, Bakterien, Viren, Hormone, Fluorid, Nitrat, Medikamentenrückstände, alles Dinge, die unser Leitungswasser belasten. Und wir dachten uns so, lieber Finger weg vom Wasserhahn. Letztes Jahr haben wir uns dann dazu entschlossen, einen Osmosefilter zu installieren und unser Waschbecken einzubauen. Ja, und es hat sich im Nachgang wirklich nach dem ersten Filterwechsel das bestätigt, was wir schon vermutet haben. An diesem Foto könnt ihr es nämlich ganz gut erkennen. Auf der einen Seite ein benutzter Filter, auf der anderen Seite ein neuer. Und es war die absolut richtige Entscheidung. Dieser Filter hat sich übrigens nach einem Jahr schon amortisiert, sodass man ab dem zweiten Jahr dann ins aktive Geldsparen kommt, ganz zu schweigen vom gesundheitlichen Aspekt. Alle Informationen zum Osmosefilter findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, Bezugsquellen und so weiter, also alles, was ihr braucht, um dahingehend aktiv zu werden, wenn das ein Thema für euch ist. Meine Frage in die Runde. Wer von euch hat so ein richtiges Faible für leckere Limos? Bei uns steht zum Beispiel die Now Bio Limo von Lambsbräu hoch im Kurs. Perfekter Begleiter fürs Worken, kreativ sein am Abend, wenn es auch mal ein bisschen länger dauert oder ausgiebige Spaziergänge an der frischen Luft. Worum es mir aber eigentlich geht, ist gar nicht die Limo hier, sondern eure eigene Limo. Und eine sehr coole Aktion, die auch für euch ganz spannend sein kann. Denn unter dem Motto Misch dein Ding könnt ihr jetzt online eure eigene Bio-Limo mischen. Das Beste, es gibt ein cooles Gewinnspiel, bei dem ihr automatisch mit dabei seid, aber es wird noch besser. Denn abgesehen von den ökologischen Zutaten der Now Bio-Limos ohne Schnickschnack, habt ihr jetzt die Chance, dass euer Limo-Mix zwischen Juni und Juli unter den Top 3 aus der Community als beste Limo ausgewählt wird. Was dann passiert? Zwischen August und Dezember geht die Limo dann in Produktion und im Januar 2025 kommt sie dann in den Handel. Wenn ihr es mitmachen wollt, geht einfach auf mischedeinding.de, wählt 2 eure Wunschzutaten aus, designt das Etikett ganz nach eurem Geschmack. Wir haben unseren Limo-Mix bereits eingereicht und drücken euch natürlich ganz fest die Daumen, dass eure Limo ganz groß rauskommt. Cheers! Yay, die erste Gurke. Kürbis. Kosten für Lebensmittel sparen und gleichzeitig gut und gesund schlemmen, das geht natürlich auch, indem wir zum Beispiel Obst und Gemüse selber anbauen. Und ich kann euch sagen, die Vorfreude auf die kommende Saison steigt mit jedem einzelnen Samenkorn, das in die Erde wandert. In diesem Jahr haben wir einige Highlight-Sorten, darunter verschiedene Tomaten, Gurken, Kohlrabis und neu dabei, das wollen wir das erste Mal jetzt ausprobieren, Möhren und Radieschen. Ansonsten kommen noch dazu Paprika, Salat, unterschiedlichste Kräuter, also eine bunte Vielfalt an allem, was wir irgendwie ganz gut verwerten können hier in unserer Küche. Zudem hoffen wir auf eine gute Ernte, gerade bei den Apfelbäumen und Beerensträuchern, die wir überall im Garten verteilt haben. Mit dem Konsum von selbst angebautem Obst und Gemüse haben wir letztes Jahr ab Juni, Juli etwa 50 bis 60 Euro im Monat eingespart, dadurch, dass wir all das gesunde Food nicht im Supermarkt einkaufen mussten. Durchaus auch ein Kostenfaktor, den wir bewusst durch Balkon, Terrasse oder den eigenen Garten spürbar reduzieren können. Und mal ganz unter uns, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt doch am allerbesten, oder? Weil wir ganz genau wissen, wo es herkommt. Ja, auch wenn das heutige Video vor allem das Ziel verfolgt, die monatlichen Kosten für Lebensmittel spürbar zu reduzieren, geht es uns vor allem um einen letzten Tipp. Und der liegt uns wirklich am Herzen. Spart niemals am falschen Ende, denn wahre Freude für Körper und Seele liegt vor allem im Genuss. Das wissen wir alle nur zu gut. Wenn ihr also eine Schwäche habt für besonderen Käse oder eine erfrischende Limo am Abend, dann gönnt euch das doch weiterhin. Genuss ist ein essentieller Teil unseres Lebens und so sollte es auch in Zukunft sein. Was haltet ihr eigentlich von dem heutigen Video und welcher Tipp hat euch besonders angesprochen? Welcher könnte einen spürbaren Unterschied machen in eurem monatlichen Einkaufsbudget? Teilt eure Gedanken gerne mit uns und teilt dieses Video auch gerne mit den Menschen, wo ihr glaubt, dass das dort eine Hilfe sein kann. Ansonsten freuen wir uns sehr über euer Abo, falls ihr noch nicht mit an Bord seid, damit wir uns in Zukunft noch ein wenig öfter sehen können. Am meisten freuen wir uns aber, wenn wir uns beim nächsten Mal einfach gesund und munter wiedersehen können. Bis bald und habt eine gute Zeit.